einen wunderschönen, was auch immer, das Netz hat ja bekanntlich immer offen, der Musikarbeiter unterwegs, YouTube-Kanal ist zurück, es stimmt, ich war ein bisschen faul, ein bisschen pausig, Auslöser oder Grund oder im Herzen steht noch immer dieses Buch mit gesammelten Texten aus dem Augustin zur Musik und Fotos von Mario Lang. Ja, gibt es bei den Augustin-Kolporteurinnen direkt bei Zeus.com. Auch bei mir, wenn es denn sein muss, und im ausgesuchten Fachhandel Sissi Sound, Recordback, Schalter, Buchhandlung Lerchenfeld. Ja, habe jetzt niemand vergessen von den Wiener Outlets, Buchhandlung Alex in Linz und in einer Buchhandlung in Amstetten, wo ja der Verleger in der Nähe lebt. Also es gibt diverse Outlets und wir freuen uns natürlich, wenn auch dort eingekauft wird. Fotos, wie gesagt, von Mario Lang, da haben wir ein Foto von Ian Fischer, von dem wird noch die Rede sein. Heute ist es ja sowas wie sozusagen die Entsprechung des bunten Abends in einem YouTube-Beitrag. Die Maske hat auch einen Sinn. Ich möchte darauf hinweisen, dass Mensch sie nämlich noch auflassen kann, vor allem auch in Supermärkten oder Einkaufssituationen oder in geschlossenen Räumen. Wie es auch nicht verboten ist, den Abstand weiterhin zu wahren, das ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Konzept. Ich würde mich ja freuen, wenn wir uns mittelfristig oder kurzfristig einer neuen Normalität annähern, die uns zumindest ein anderes soziales Leben wieder erlaubt, dass sich viele Dinge ändern müssten, steht für mich außer Zweifel. Ja, ich werde nachher eben von wegen Ian Fischer über den Acoustic Dusty reden, weil es passieren ja Gott sei Dank sehr viel angenehme Dinge auch, das sei schon gestattet, zu erzählen und zu verbreiten. Ich nehme jetzt die Maske ab, wegen der Verständlichkeit. In dieser Zeit, und ja, es war eine Zeit lang so, dass die Verzweiflung auch ein bisschen an meiner Leber gegessen hat, wie Didi Bruckmeier das einmal in einem Lied formuliert hat. Aber andererseits begegnen einem schöne Dinge, wie zum Beispiel dieses Gedicht von Charles Bukowski, The Laughing Heart. Your life is your life. Don't let it be clubbed in dank submission. Be on the watch. There are ways out. There is light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Be on the watch. The gods will offer you chances. Know them. Take them. You can't beat death, but you can beat death in life sometimes. The more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you. Ja, a delight ist auch immer wieder die Musik. Es ist mir auch gelungen, eine ganz wichtige Platte für mich wieder in meine Wohngegend zu holen. Sie ist ja ihre 20 größten Hit, Kettel Austria. Die Eltern Crispl haben mit dieser Platte ihren Söhnen, glaube ich, etwas Schönes mitgegeben. Auch eine ganz schöne Platte muss unbedingt noch einmal erwähnt werden. Ursula Strauss und Ernst Molden, Wildnis. Weil es erstaunlich ist, wie eigentlich sperrig oder minimal die Gitarre auf dieser großartigen Platte ist. Und das ist schon ein hoffnungsvolles Zeichen. Jetzt kann man natürlich Schauspielerprominenz und Ernstprominenz, Schauspielerinnenprominenz und Ernstprominenz dahin, aber dass sowas inhaltlich doch und formell doch ein bisschen Forderndes so wahrgenommen wird und dann auch in schönen Artikeln, wie zum Beispiel im Falter von Gerhard Stöger, abgebildet wird in einem schönen Interview und tatsächlich auch in die Charts geht. Die Wildnis finde ich super. Das sind auch zwei sehr schöne Menschen und auch schön gestaltet, dieses wunderbare Werk. Und eine Zeile wie Österreich ist frei, die Wildnis sei mir, da möchte ich jauchzen vor Vergnügen und vor Freude. Gleichzeitig denke ich dann assoziativ an diesen U-Ausschuss, der so eine unglaubliche Frechheit ist. Vor allem dieser wild gewordene Lehrer, der da ja offensichtlich so in diesen großen, das autoritäre Topf eingefallen ist. Und in dem Unerschrocken, also wie unerschrocken diese Partei mit dem Türkis überhaupt ist, das bocke ich jeden Tag viel weniger. Und wie die Grünen, die Lustigen, das Mitmachen, Auer und so weiter, das ist schon eigentlich jenseits jeglicher Verständlichkeit. Dada-Kogel, vielleicht erklärst man das einmal bei 100 Bier. Aber wie auch immer, wir wollen ja von den schönen Dingen reden. Und zu den schönen Dingen gehört, dass es auch wieder Live-Musik gibt, zum Beispiel eben im Chelsea, das ist mir halt sehr nahe am Gürtel, aber auch im Flug zum Beispiel und auch in öffentlichen Gelegenheiten gibt es immer wieder Musik. Und Ian Fischer, von dem zuerst schon die Rede war, hat eben diesen Acoustic Tuesday ins Leben gerufen, jeden Dienstag im Chelsea eine Zeit lang. Und letzte Woche war da unter anderem Somerset Barnard auf der Bühne und das war unglaublich großartig.
sei mir jetzt auch gestattet, auf den morgigen, auf den Dienstag, den 16. Juni, spielt dort nämlich Squaloskop Bernhard Eder Stubenfliege. Stubenfliege, ein wunderbarer Künstlerinnenname, wenn es denn einer ist. Und Ian Fischer als Host sitzen zu viert dann auf der Bühne und spielen reihum Lieder. Es gibt auch eine Pause, begonnen wird um 19.30 Uhr. Auch wenn die Curfew jetzt wieder ein bisschen nach hinten gewandert ist, probiert man das früh zu machen, dass wir uns früh begegnen und dass wir dann auch Zeit zum Socializen haben und uns auf die Musik einzulassen. Ich glaube, die Plätze sind bei 45 bis 50, das heißt mit Stühlen. Wie gesagt, vorige Woche Somerset Barnard, ein großes Erlebnis. Ich habe mir gedacht, wo kommt jetzt diese Stimme her? Also ich war da drinnen, ich war eher so, ich gestehe es, nicht so aufmerksam, habe auch immer nur einen Song von den jeweiligen Auftretenden gehört, aber der hat mir dann schon sehr nachhaltig einen Song. Ich musste denken an William Elliott Whitmer, ein großartiger amerikanischer Musiker, der dann einmal ein paar Platten, glaube ich, auf Southern gemacht hat und später dann auf Anti. Also ein junger Typ, ein junger Bärsch, der halt eine unpackbare Stimme hat, wie wenn er eine Figur aus der Bibel war. So ähnlich ist es mit dem Somerset Barnard und ich weiß, dass ich den schon einmal eingespannt gehabt habe, aber das habe ich wieder ein bisschen vergessen. Und er schenkte mir netterweise diese Platte, Trains and Churches, von wegen Poesie, da sind auch sehr schöne Zeilen hinten drauf. The midnight train howls through the night and with each breath she bellows smoke to cloud the waning moonlight. Through the wind the church bells chime whilst the little boy dreams of the midnight train and the places he could leave behind. As the fireman shovels more coal and the engineer lets her whistle blow, the midnight train rolls on and on and on, as if searching for an answer to a question unknown. Ja, zeitloser vor Ort und trotzdem sehr, passt sehr gut in die Zeit trotzdem. Also 8 Lieder haben wir drauf, erschienen auf Container Recordings vom sehr verdienten Thomas Brone in einer minimalen Vinylauflage, glaube ich 100 Stück sind das immer oder 300, was weiß ich. Gibt auch CDs unten in dem Kosten da unten. Steht dann auch der Kontakt von Somerset. Unlängst hatte ich dann auch wenig nach diesem Konzert das Erlebnis. Ich habe mich mit einem Freund getroffen am Karlsplatz im Wirtshaus. Und da singt er so unpackbaren schönen Blues mit so einer unpackbaren Stimme. Und ich dachte, die Stimme kenne ich doch. Und so spielt so Slide-Gitarre und das ist wahnsinnig geil. So, dass er so mächtig klingt und so diesen ganzen Platz ausfüllt. Und dann habe ich schon gedacht, das ist er. Und dann sind wir raus und natürlich war er es, weil diese Stimme ist ja wirklich unverkennbar. Ja, man redet jetzt von Blues und Amerikaner und das ist das schon alles. Eingespielt übrigens mit Ernst Molten Ryan, Thomas Carpenter, Marlene Lachersdorfer, Ivo Thoman und eben von Thomas Brone aufgenommen. Trains and Churches, ganz große Empfehlung. Wenn man sich auch ein bisschen wegbeamen will, weil das verhandelt ja, es gibt ja diese Sage vom, oder diese den Saga von der Cosmic American Music und davon hat es das schon auch viel. Also da greift schon die Sehnsucht ganz weit. Und man kann sie da auf eine positive Art verlieren und wiederfinden in dieser Platte. Before the Light, Rose, Gulaschbayo von Ernst, Leo Washing on the Line, Midnight Train, Albert Hayne, I Saw a Man Die Today, Lonesome Whistle, lauter Hits, wie man sagt. Auch eine Gelegenheit, auf eine andere, inhaltlich verwandte Platte noch einmal hinzuweisen, die es auf Vinyl nicht gibt und kann ich jetzt auch nichts in die Kamera halten, nämlich Gloryland von Douglas Linton und The Plan B ist auch eine sehr schwere Empfehlung. Und ich glaube, da können wir das idealisierte Amerika vermessen. Eine USA, die wir uns alle wünschen, ohne Rassismus, ohne Trump und als tatsächliches Land der Freien und Land der Gleichberechtigten, die auf Augenhöhe den Pursuit of Happiness so betreiben, dass es eben nicht um die Dreckskohle geht. Wie gesagt, Gloryland, Douglas Linton and the Plan B's. Douglas Linton übrigens hat Phil Elvin und Dave Elvin einmal den Weg gezeigt. Da kann dann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und Trains and Churches von Somerset Barnard. Suchen Sie diese Platte, hören Sie sich das an. Man findet ja im Netz ohnehin schon sehr viel. Vielleicht haben Sie auch das Glück, wie ich Somerset einmal in Natura, also sozusagen in der freien Straßenmusik Wildbahn zu erleben. Es verschönert Ihren Tag. Vielleicht setzen Sie ihm zu Ehren dann kurz die Maske auf oder wie auch immer. Passen Sie auf sich auf, haben Sie es gut, es lebe die Musik. Demnächst im Akustik Tuesday, ich bin Depp, also morgen nämlich Squaloskop, Bernhard Eder, Stubenfliege und Ian Fischer. Und übernächsten Dienstag, am 23.06. singe ich dann selbst mit Ian Fischer ein paar Lieder. Und mit uns auf der Bühne sind Marilis Jaksch und Oskar, zwei Songwriterinnen, die große, substanzielle Dinge schon getan haben und wieder tun werden. Schauen Sie vorbei, es würde mich freuen. Man kann sich durchaus auch mit mir unterhalten und so weiter und so fort. Alles Liebe, alles Gute, passen Sie auf.